In einer Truhe finden Sie Karten und Aufzeichnungen, die den Weg nach. Ach, nach dem, zu den Perleninseln beschreiben. Nach die Perleninseln, hört sich gut an, ja. Aber das ist die nächste Inselkette. Okay. Der könnte uns angreifen, aber ich glaube, der will uns. Nee, da gehe ich noch nicht hin. Es kann sein, dass sich die Zombies uns anschließen wollen, aber das lassen wir erstmal. So, kurzer Blick auf die Karte. So sieht also unsere Insel im Groben aus. Natürlich haben wir im Inneren der Insel noch nicht alles erkundet, ist ja ganz klar. Aber ich denke, das Erste, was wir tun werden, ist hier oben einmarschieren, um dieses Teil für die Karte zu holen. Also, oh nee, wenn die sich uns anschließen wollen, ist aber doof, dann habe ich keinen Platz. Ah, dann machen wir erst hier unten. Rabatz, das Skelett hier wollte ich ja angreifen, weil ich wissen wollte, was in dem Baum ist. Komm her! Elfen hat er auch, okay. Und das war das Schwierigste. Die werden wir erstmal versuchen zu vernichten. Ja, auf die Elfen, würde ich sagen. Und auch du gehst auf die Elfen. Und du stellst dich vor die Elfen, um sie abzulenken. Und ihr geht natürlich auf die anderen los. Ganz klare Kiste. Und, was bringst du? Ja, immerhin. Es greift aber natürlich der an und zieht uns wieder einen ab. Ja, die Kavallerie ist bald so gut wie tot. Von daher, die werde ich jetzt verfeuern. Und dann holen wir uns irgendwann vielleicht nochmal neue Kavalleristen dazu. Aber man sieht, auch die werden langsam schwach. Dann brauchen wir schon bald Ritter. Und damit wird es dann echt langsam knapp mit Rittern. Weil dann gibt es bald nicht mehr viel Stärkeres. Also zumindest, was der König zu bieten hat, ne? Wir finden natürlich noch andere Wesen, ganz klar. Die werden auch, die werden wir auch brauchen, so. Die Echsen zum Beispiel sind schon gar nicht so verkehrt. Da freue ich mich schon drauf. Ja, gleich ist die Kavallerie tot. So, komm, nochmal auf die Elfen. Die dürfen nicht überleben. Die schießen uns kaputt. Ja, komm, wir kommen nochmal gegen die Elfen hier. Der zieht schon nicht mal mehr einen ab. Ja, die hat es gleich hinter sich, die Kavallerie. Die lassen wir nochmal eben kurz aus dem Spiel. Komm, jetzt zieh doch mal einen ab. Danke. Okay, gleich liegt sie down. Jo, das war's mit der Kavallerie. So, nochmal auf die Elfen. Die sollten jetzt auch Platz sein mit den letzten beiden Schüssen hier, hoffe ich. Die Orks dürften danach auch nicht mehr schießen können. Sehr gut. So, dann greifen wir jetzt mal an. Auf die Skelette. Oh, alle weg. Geil. Das war gut. Okay. So, dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir die auch mit den Pfeilen platt, was ich nicht glaube. Die Orks dürfen sogar noch einmal schießen, okay. Ja, dann gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und ihr bleibt da, wo ihr seid. 10 sind ja schon tot. Dann nochmal 5. Ihr dürft nochmal schießen. Was ist denn mit den Orks heute los? 8. Soll ich schon angreifen? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Sonst hetzt ja keiner, ne? Dann haben wir euch nämlich gleich platt. Und tschüss. Ah, jetzt darfst du nicht mehr. Ja, komm. Piekse tot. Jawohl. Das ist immer, hat doch geklappt. Und es gibt Kohle. Und wir können jetzt erfahren, was dort an dem Baum ist. Wenn das nochmal Elfen sind, wäre das richtig geil. Ich habe den Falschen getötet. Oh, scheiße. Da war anscheinend noch ein Skelett darunter. Na, dann machen wir das gleich platt. Aber dann können wir jetzt gleich ausprobieren, ob die sich da uns anschließen wollen gleich, die Elfen. Oh, was haben wir denn hier? Können wir schon unseren nächsten Platz füllen? Ja, wir könnten uns Zwerge holen, ja. Ist gar nicht so scheiße, die Idee eigentlich. Was war jetzt hier? Eine Wegkreuzung. Das ist ein guter Hinweis. Ich habe ein bisschen Angst, hier lang zu reiten, man merkt's, ne? Okay, da sind Wölfe. Angreifen möchte ich gerade niemanden. Nur mal ein bisschen gucken, ne? Kreaturen kreuzen den Weg. Okay. Ja, aber ich weiß ganz genau, dass ich hier eigentlich irgendwo einen Baum gesehen hatte. War das ein tiefer? Ja, da war das. Scheiße. Ich versuche mal eben gucken, ja,
ob da oben vielleicht die Elfen zu uns kommen wollen. Hallo? Nein. Nein, der hat Erzmagier und Elfen. Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist gar nicht gut. Ja, wir müssen versuchen, die Erzmagier platt zu machen. Oh, scheiße. Das reicht nicht mal. Ich bin... Oh, Gott. Wir sind ziemlich am Arsch. Scheiße. Ja, das war klar. Oh, alle auf... Ja gut, zumindest gehen sie alle auf einen. So. Einer ist weg. Du bitte auch nochmal. Ein Erzmagier ist noch da. 30 Troglodyten. Nee, du, geh du mal hier hin. Damit, genau, damit das passiert. Ja, die werden gleich weg sein. Na ja, gut, die weg nicht, aber... Okay, die können schon mal nicht mehr angreifen. Oh, ziehen sogar einen ab. Sehr gut, sehr gut. Du machst den Erzmagier platt, hoffe ich. Nein! Ach, scheiße. Ja, komm, schieß drauf. Der darf nicht nochmal schießen. Und du schießt jetzt, oder schießt, piekst die Elfen platt. Okay. Ah, hau drauf. Okay. Was? Oh Gott, sind das Scheißverluste hier. Okay, das wird hart. Das wird hart auf dieser Insel. Eieieiei. Komm, hau drauf. Es nützt ja alles nichts. Ich muss hier nachher auf jeden Fall speichern, weil ich dann ganz genau überlegen muss, was ich als nächstes mache. Okay. Komm, wehr dich. Der lebt immer noch. Ein Elf, okay. So. Geld gibt's. Boah, wir haben ganz schön was verloren. Verdammte Kacke. Aber immerhin kommen wir jetzt an dieses Steuerrad ran. So, sie fliehen von einem Pokerspiel, als einige Piraten ihnen fälschlicherweise Betrug vorwerfen und entdecken später unter ihren Gewinngeldern den Orden der Überfahrt sowie einen Teil der Karte, die zum gestohlenen Stab des Drachenknochens führt. Genau. Und ich glaube, das ist wieder so ein Objekt, was wir einsammeln können. Da will ich gar nicht hin. Ja, wie heißt das denn da? Und ein Artefakt, genau. Da können wir eben kurz gucken. Nämlich der Orden der Überfahrt. Was bringt der nochmal genau? Ich dachte, das könnte man sich hier angucken. Ach, R2. Ich muss den richtigen Knopf drücken. Reisen Sie so viel, wie Sie möchten. Mit dieser Plakette können Sie Boote für nur 100 Gold mieten. Das ist sehr geil. Glückskarten, wenn Sie diese... Scheint alles nach Ihrem Willen zu gehen. Es ist für Sie ein bisschen... Ja. Und das ist hier... Dieser magische Beutel erzeugt wirklich Gold und erhöht Ihre wöchentliche Kommission um 2000. Also wöchentliche Kommission 2000 ist besser, denke ich, als 400 an Boot in der Woche sparen, ne? Also bleiben wir auf jeden Fall beim Beutel des Kobolds. So. Ja. Und da ist doch auch ein Baum. Da komme ich nicht hin. So. Ich wollte speichern, hatte ich gesagt, ne? Ja. So, also. Mal überlegen. Wir könnten uns jetzt natürlich Oger holen. Waren das die Oger? Ey, es waren Zwerge. Die können natürlich nicht weit laufen, ne? Ich werde jetzt speichern. Holen wir uns jetzt überhaupt irgendwas, ist die Frage. Ich gehe erstmal hier hin. Hi. Oh, das sind auch Zwerge. Scheiße. Okay. Da. Ich will nur gucken, was da drin ist. Erstmal. Ja. 32 Elfen. Dankeschön. Das ist schon mal gut. Wir haben 32 Elfen. Ja, wie gehen wir jetzt am besten vor? Es gibt jetzt hier so viel zu machen. Ich müsste noch mal eben gucken. Rechts ist ein Schlösschen. Was ist denn der... Welcher ist der leichteste Gegner auf dieser Insel? Wirklich der leichteste.
da beim Gucken. Merkion. Okay. Da müssen wir mal eben kurz gucken, wer jetzt wo wohnt. Ich müsste mal eben kurz gucken, wer da oben in dem Schlösschen wohnt. Vielleicht kommen wir nochmal an dem Skelett vorbei. Jetzt habe ich, ja, hab ich ja platt gemacht, genau. Wer wohnt hier? Und dann müssen wir gucken, was hat der? Das ist Barona Mount. Nein, den wollen wir auf keinen Fall. So, wo ist das nächste Schloss? Gegenüber praktisch ist noch eins. Hoppelt hier ein Gegner lang? Ja. Nur mal kurz gucken, wer hier wohnt. Das ist Bogmar. Okay. Ganz oben war Nayaku, das wissen wir ja schon. Das hatten wir ja gesehen. Das heißt, der kann nur noch da unten in dem Roten drin sein. Okay. Und dann will ich jetzt halt wissen, was der hat an Leuten. So, da. Dann ist das hier der Dings. Da ist Merkion, gut. Jetzt, wo ist denn hier das nahegelegenste Häuschen? Eigentlich, also das ist das da unten links wahrscheinlich, weil das ist ja für das Grüne zuständig. Da muss ich mal unten links zum Häuschen schwimmen und der wird mir dann sagen, was das Schloss hat. Und dann müssen wir gucken, ob wir das vielleicht eventuell wagen. So. Also ich kann hier nicht aussteigen. So. Bin mal gespannt. Also, was hast du zu sagen? So. Eine Horde Söldner, viele Bogenschützen, Pikiniere, Kavallerie und Ritter. Na toll. Viele Ritter vor allem. Die kriege ich nicht platt. Die kriege ich nicht platt. Das kriege ich nicht platt. Dann räumen wir die Insel noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Ja, komm. Speicher noch einmal. Ach, jetzt habe ich ja schon... Egal, es ist zu spät. Obwohl... Ja, gut. Oh! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Spielladen. Dann gehen wir nicht hier lang, weil Erzmagier nehmen wir dann natürlich. Genau, das laden wir jetzt. Die sind eben geflohen, weil wir... Normalerweise wären die praktisch zu uns gekommen. Hätten wir noch einen Platz frei gehabt. Jetzt wissen wir, dass die sich uns anschließen wollen. Dann, ja, warten wir doch ab. Bis wir einen Platz frei haben. Oh, das ist ja mal richtig billig. Na gut, geht. Weil dann nehmen wir die natürlich auf. Erzmagier kann man gut gebrauchen. Allerdings sollten wir nicht nur mit Fernkämpfern kämpfen, ne? Der ist ja gar keine Fernkämpfer, sehe ich gerade, ne? Ja, hauen wir erstmal auf die Wölfe, die können am weitesten laufen. Aber unsere Bogenschützen, klar, die haben natürlich nicht mehr viel zu sagen. So. Ja, komm, hauen die Wölfe platt, ne? So. Dann geht's weiter. Ich denke mal erst auf die Bauern. Die haben halt ein bisschen mehr. Trotzdem ziehen wir immer noch so viel Bauern ab. Das ist unglaublich. Auch wenn unsere Bogenschützen schon sehr angeschlagen sind. Nö. Dann machst du jetzt mal auf die Troglodyten. Mal gucken, was das so abzieht. 32 Elfen. 6 Stück. Okay, ja. Die Troglodyten halten natürlich auch eine Menge aus, ne? So. Die sollten sich nochmal um die Bauern kümmern. So, der Rest, der schießt jetzt aber auf die Troglodyten. Okay, 7 Stück. Hier auch auf die Troglodyten nochmal. Ich möchte eigentlich noch nicht angreifen. Ist mir doch zu früh. Ich möchte ja versuchen, noch ein paar Leute zu behalten hier irgendwie. So, komm. Ach gut, ihr könnt die Bauern tot machen. So, Troglodyten. Und vielleicht machen die Elfen jetzt sogar den Rest. Wahrscheinlich schon. Genau. Keine Verluste, das ist selten.
Aber haben wir gut hingekriegt. Okay, da hatten wir schon nachgeguckt. Was war da drin? Waren da Geister? Da waren Zombies drin. Ja, stimmt. Da waren Zombies drin. Noch 692 Tage. Ja, das ist eigentlich noch reichlich. Irgendjemand hat auch gefragt, was denn wohl passiert, wenn die Tage ablaufen. Hat auch jemand geantwortet. Ich glaube, es ist tatsächlich so, da kommt einfach der Game-Over-Bildschirm, sie haben es nicht geschafft und das sind Gespenster. Oh, ist ein grünes Schloss. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen nervig ist, aber ich muss zwischendurch mal jetzt öfter speichern. Weil der Kampf lief gerade sehr gut. Keine Verluste, wie gesagt. Wenn er jetzt zu viele Geister hat, dann haben wir die Arschkarte gezogen. 7. Die sollten wir vielleicht mit unseren Fernkämpfern tot kriegen. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann ist das Thema eigentlich gegessen. So, also Bogenschützen können auch. Nein! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich Arsch. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Dahin, Mensch. Okay, das könnte jetzt schon meinen Tod bedeuten, was ich jetzt getan habe. Oh. Kriegst du die 5 Geister tot? Nein. Scheiße, die Geister greifen an. Ich glaube, wir müssen neu laden. Wen greifst du denn an? Gar, du greifst gar keinen an. Ich liebe die Geister. So, du auch nochmal auf die Geister, bitte. Ja. Bitte den Geist töten. Okay. Ich fühle mich schon mal einiges wohler. Ihr müsst da stehen bleiben, um die anderen zu schützen. Das ist wichtig. Oh, greift an! Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt alle Mann auf die Trockeldüten. Auch du. Du wartest noch einmal, bitte. Die Söldner können die Skelette bei ihm platt machen jetzt. Und du schießt noch mal auf die. Ne, ich greife noch nicht an. Können wir gleich machen, ne? So. Gut, wir haben jetzt ein paar Söldner verloren. Aber auch die können wir nicht mehr lange in unseren Reihen halten. Das ist halt das Problem. Na ja, komm, mach tot. Ein paar Verluste. Ja. Ich meine, die haben wir auch früher immer schon verloren. Das Problem sind einfach echt gerade nur die Schlösser. Weil die echt alle sehr, sehr stark sind teilweise. Das sind Orks. Ich muss jetzt immer echt. Obwohl, wenn die sich anschließen wollen, ist ja eigentlich gut, ne? Nee, wollen die sich nicht. Zombies. Was waren jetzt hier Elfen drin? Weil ich glaube, wir können keine mehr holen, ne? Doch, wir können auch 2 dazu holen. Machen wir. Da waren Echsen. Die werden wir auch noch irgendwann holen. Was sagt denn die Karte? Gibt es hier irgendwie ein grünes Schloss, was man vielleicht mal leicht einnehmen könnte? Ja, da oben. Da müsste ich da rechts mal zu dem Punkt hin. Ich möchte ganz gerne versuchen, die Zombies noch platt zu machen, um zu sehen, was in dem Schloss drin ist. Wir müssen mal ein kleines Schlösschen für uns hier entscheiden. Ja, okay, das ist zu verschmerzen, denke ich. Kriegen wir hin. Ich mache erstmal die Nomaden platt. Der Rest kann halt nicht wirklich viel laufen. Hoffentlich kriegen wir die alle platt. Das hat noch gar nichts gebracht. Aber jetzt die Orks kommen. Ja, wie ein Jubelschrei vollzieht, obwohl er nichts erreicht hat. So. Ja, nehmen wir mal alle 3 nebeneinander hier, wa? Einen nur? Okay, da haben die Orks aber mehr geleistet. Oder kam das, weil ich jetzt zu viel gelaufen bin, dass ich deswegen so wenig abgezogen habe? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, ne? Das werden wir jetzt ja sehen, ob es mehr bringt. Ich glaube tatsächlich, weil die eigentlich von Logik her müssten die Elfen wesentlich mehr abziehen. Ja, gut. Waren ja auch nur noch 2. Gutes Warten wir halt eine Runde, ne? Das könnte wieder was ohne Verluste werden. So, 3-mal Bauern müssten alle weg sein. Ja. Nein. Bitte die Elfen auf die Bauern. Und damit sind die Bauern dann weg.
So, warten wir nochmal eine Runde. Die Zombies, kriegen wir die auch alle? Das glaube ich nicht. Die sind stärker auf jeden Fall. 2, 8. Und die Elfen ziehen ab. 6 nur. Ja, weiß ich auch nicht. Die sind nicht immer stärker, ne? Es kommt immer drauf an. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht angreifen. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Du auch nicht. Aber, warte mal. Ach, scheiße. Ich kann einen zurückgehen. Und schieße auf die Zombies.